Die rumänische Regierung hat nach tagelangen Protesten zwar angekündigt, einen umstrittenen Korruptionserlass zurückzuziehen, doch die Unruhe im Land bleibt. Ministerpräsident Sorin Grindeanu betonte, er wolle ein Auseinanderbrechen des Landes verhindern. Demonstranten fordern den Rücktritt der sozialliberalen Regierung und Neuwahlen. Sie sprechen von einer Revolution gegen die politische Klasse. Die Menschen werden weiterhin Druck auf die Regierung machen, damit diese geht, so ein politischer Kommentator. Sie werden sich nicht mit der Aufhebung des Erlasses zufrieden geben, denn es ist deutlich, dass diese Regierung korrupt ist. Sie wird ihre Politik fortsetzen und wahrscheinlich versuchen, korrupte Politiker aus dem Gefängnis zu holen. Regierungsanhänger hingegen demonstrierten vor dem Amtssitz von Staatspräsident Klaus Johannes. Dieser hatte mehrfach seine Unterstützung für die Gegner der Regierung ausgedrückt.